Jo moin Leute, was geht ab? Willkommen heute zu einem neuen Video. Heute mal kein Livestream, aber heute mal ein ganz normales Video. Wir machen heute mal wieder mal FIFA. FIFA an Handy, meine Freunde. Ma, hau das mal. Ey, ich kann's aber auch nicht fassen, ich bin gewehrt, oder? Ah, Junge. Ey, wenn die uns verarscht, dann raste ich aus. Na, wenn sie aber sagt, wie kann man das machen? Die Schwinger hinten lassen? Oder was ist schon immer? Die jetzt auf andere Art gemacht. Wollt ihr das schon hier auch? Nur mit dem Ding, wenn ich wenn Jenny reingespritzt hatte, würde sie das dann eigentlich auch so werden. Hey Leute, ihr habt gerade schon gehört, ich bin der Onkel, Leute, schreibt mir ja alles, schreibt mir ein bisschen. Wir kommen jetzt von der Schule an, ja. So, ich setze mich in die ganze Schule. Ja. Bruder, der hält alles. Voll ist das, ey. Ganz schön toll. Warte. Nee. Okay, wir gehen direkt auf, Leute. Was haben wir noch heute im Angebot? Alles klar. Okay, Leute, das ist genau so ein Pizza-Spiel. Dann guck mal ein bisschen YouTube oder so. Und testen wir hier was auch muss. Ja, der Zeit kam GTA auf Jörn. Ich bin zur Zeit nicht so heftig an Start, weil ich bei mir oben stream. Schimpfstätte! Los. Ich weiß gar nicht, ob sie das hören soll, das Zeug. Hey,
Was ist denn los? Mein Goldstück. Video. Und ja, wir kommen heute zu einer FIFA-Leiste. Ich habe eigentlich Abo-Zocken gesagt, weil Fortnite, aber. Willkommen! Ein Spiel mit großer Tradition steht heute auf dem Programm HSV. Ja, Leute, das war mein Livestream von heute. Und beim Fortnite-Livestream, da wird aber gelöscht. Also zumindest an die großen Bayern. Aber der HSV gehört zu den Traditionsvereinen. Tut sich schwer, wieder ganz oben ranzukommen. Na, warten wir mal ab, was heute passiert. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu betrachten. Aubameyang, ist es das? Oh, ein Volljot, Junge. Ja, Leute, ihr habt es alle gesehen, was der gemacht hat. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Alter, nee. Chancen hatten sie heute. Er passt aber Arschsteuer, Digga. Ich glaube, die zeigen heute insgesamt einfach die bessere Leistung. Ja, irgendwas zu viel angehört. Ja, irgendwas Köpfen gehört. Hey, Junge, Beste. Und jetzt kommt Aubameyang und der Ball wird jetzt meine große Frage, was hat der gemacht? Ey, Digga, richtiges Abfall. Er passt ja aus. Flanke auf Aubameyang. Was macht der Hamburger? Lecoue. Ballverlust. Sandros. Oh, okay, nicht Sandros. Ja, schön, dass du mir gesagt hast. Coutinho! Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig! Ha, fuck. Und zu Neck. Ja, halt doch nicht unter den Fresse, Digga. Das war ein schön dolle Klapp. Jetzt können sie vielleicht kontern. Kairo. Oh, nee, jetzt hab ich doch nicht mehr. Tolisso. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Na, da lag's nicht drin, Alter. Die Mauer, hast du die Gaucho irgendwie umgekommen oder so? Und Coutinho. Ey, da wo Jan steht, da lag das auch auf dem Kissen. Und Lewandowski. Die Barca stellt ihn auf rein. Die Mitspieler bieten sich an. Solisso. Ja, dann lass doch immer mal um den Kissen. Nein! Ich würde einfach nur ein bisschen Vorsicht spielen. Oh, jetzt ein Ball für die Bayern. Kann man auch irgendwie mehr das Schwein. Nuno war mehr an. Und jetzt Lewandowski. Geht er rein? Lewandowski, der Ball fast drin. Oh, Zentimeter. Aber komplett hätte der jetzt reingegangen, also hätte ich gelacht. Aber hörst du wirklich jetzt mal, Leute, hätte ich gelacht. Die Dachtüren, pass einfach auf mit der Nanny. Oh Mann, das ist wirklich... Alter, komm, ich kletter weiter. Und ob du das so in der Hand halten kannst. Digga! Was hast du gemacht? Ich kann nicht mehr. Du bist ja richtig strong, ja? Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Wenn euch so eine Videos auch gefällt, ich habe gestern auch GTA gezockt und Fortnite, habe ich heute gezockt, aber es wird runtergelöscht, weil ich eigentlich keinen Bock mehr auf Fortnite habe.
I'm thirsty. Der erste Dreier in der allerersten Bundesliga-Saison und das gegen Borussia Dortmund. Das ist für uns der schönste Jubel des Spieltags. Willkommen zu den Bundesliga-News. 3:1 gegen den BVB. Ein heftiger Abend war das in der Alten Försterei. Der Mann des Spiels, Marius Bülter. Vor gut einem Jahr spielte der noch für Rödinghausen in der Regionalliga. Hier macht er das 1:0. Dortmund dann mit dem Ausgleich durch Alcázar, aber danach geht kaum noch was bei Schwarz-Gelb. Aber Bülter, der hat noch Bock. Bürki erst stark gegen Anderson und dann kommt der aus dem Rückraum und schlänzt ihn rein. Ein wunderschönes Tor. Für den Schlusspunkt sorgt dann Anderson. Und der Rest ist Party. Wunderbare Bilder aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch, Union. Aber es gab an diesem Wochenende auch eine Szene, bei der wir mitgelitten haben. Wolfsburgs Schlager verletzt sich bei einem Torschussversuch schwer, muss vom Platz. Diagnose Knöchelbruch. Achtung, besser nicht hingucken, wie sich hier der Fuß verbiegt. Wir wünschen gute Besserung. Die Hinrunde ist für ihn gelaufen. Und jetzt weiter mit der Hitparade. Schlüpperalarm in Gladbach. Thuram zeigt, was er unten rumträgt. Und zwar Erdmännchen. Trikotverwirrung in Paderborn. Dreger lief in der zweiten Halbzeit plötzlich mit dem Trikot von Zulinski auf. Das wurde dann nach einiger Zeit bemerkt und korrigiert am Spielfeldrand. Jatta trifft beim 3:0 seine Hamburger gegen Hannover und das ganze Hamburger Team jubelt mit. Aber es gibt weiterhin Zweifel an seiner Identität. Behörden und DFB ermitteln. Der Phantomeinwurf des Spieltags kommt aus Nürnberg.